Wie das Markenzeichen schon zum Ausdruck bringt, beginnt die Firmengeschichte von Kiehls bereits im Jahr 1851. Den Ursprung des Unternehmens kann man zur Brunswick-Apotheke zurückverfolgen, deren Besitzer, der deutsche Einwanderer Louis Brunswick, heilende Salben und Tinkturen aus Kräutern und Wurzeln vorrätig hielt. Nach 30 Jahren verkaufte Brunswick sein Geschäft an die Apotheker Engelhardt und Huber. Bei ihnen ging John Kiehl in die Lehre. Kiehls Eltern waren bereits aus Deutschland in die Vereinigten Staaten emigriert. Nachdem er sich einige Erfahrungen angeeignet hatte, kaufte Kiehl das Geschäft im Jahr 1894 Engelhardt und Huber ab und benannte es in Kiehl Pharmacy um. Unter seiner Führung wurde es für Heilmittel aus der alten Welt sowie für kuriose Erfindungen bekannt, wie Liebespulver, ein Elixier für ewiges Leben sowie ein Öl, das Geld anzieht. Kiehls Assistent Irving Morse übernahm das Geschäft im Jahr 1921. Irvings Sohn Aaron erbte es schließlich im Jahr 1961. Aaron konzentrierte sich darauf, das gegenwärtige Image von Kiehls zu definieren. Er begann mit der Produktion von Haut- und Haarpflegemitteln und trichterte seinen Angestellten ein, Produktproben an Kunden zu verteilen. Auch seine Motorradsammlung stellte er im Geschäft aus. Dieser exzentrische Zug brachte ihm eine gewisse Berühmtheit ein. In seiner Limousine lieferte er sogar Produkte an Kunden aus. Auf diesen Geschäftswegen begleitet ihn sein Schimpanse. Aarons Tochter Jamie Morse führte das Geschäft erfolgreich weiter und betrieb eine solche Expansion, dass das Unternehmen nicht mehr als Familienbetrieb geführt werden konnte. Im Jahr 2000 verkaufte Jamie Morse Kiehls für geschätzte 100 Millionen Dollar an die französische L'Oréal-Gruppe. Seitdem hat L'Oréal mit dieser Marke noch weiter expandiert und zusätzliche Geschäftslokale eröffnet. Das Stammhaus im Gebäude 3rd Avenue Nummer 109 erinnert jedoch heute noch daran, welch bescheidener Anfang im deutschen Immigrantenmilieu diesen weltweiten Erfolg zugrunde liegt.